Woher beziehen wir denn das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala? Aus dem Koran und aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Von Gelehrten? Na, sie verdeutlichen uns, ja, was im Koran und in der Sunna sozusagen vorkommt. Und wenn wir nun Verse haben über Allah subhanahu wa ta'ala, die über seine Namen und seine Eigenschaften sprechen, und wenn wir Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben, die über die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala sprechen, wenn wir uns an dieses Wissen ranmachen, so müssen wir einige wichtige Grundlagen erst einmal verstehen. Und das sind diese Grundlagen, auf die ich zu sprechen kommen möchte. Und die erste Sache, die erste wichtige Grundlage ist, dass wenn wir solche Texte vor uns haben, sei es im Koran, sei es in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wir diese Texte nach der offenkundigen Bedeutung nehmen. Dass wir sie nach der offenkundigen, nach der äußeren Bedeutung nehmen, ohne sie zu verändern. Und der Grund, warum wir dies machen, ist, da die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala klar und deutlich sind. Und die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam klar und deutliche Worte sind. Und deswegen nehmen wir die Texte nach dem äußeren Wortlaut. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala damit etwas anderes beabsichtigt hätte, so hätte er sich auch klar und deutlich ausgedrückt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala kann sich klar und deutlich ausdrücken. Also wenn er etwas anderes gemeint hätte, so hätte er dies auch klar und deutlich gesagt. Und wir akzeptieren und bestätigen die Texte und die Eigenschaften, ohne sie, wie gesagt, von der äußeren Bedeutung zu verändern, ohne sie zu verleugnen und ohne sie mit der Schöpfung zu vergleichen. Das heißt, wenn wir uns beispielsweise mal einen Text vornehmen, von diesen Texten, über die wir sprechen, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, vielmehr sind seine Hände weit ausgestreckt. Vielmehr sind seine Hände weit ausgestreckt. Das Offensichtliche und das Äußere von diesem Vers ist was? Dass Allah subhanahu wa ta'ala Hände besitzt. Dass Allah subhanahu wa ta'ala Hände besitzt. Das ist die offenkundige Bedeutung von diesem Vers. Wenn wir nun diese offenkundige Bedeutung ablehnen oder sie uminterpretieren, so braucht dies einen Beweis. Und ansonsten ist dies ein Sprechen über Allah subhanahu wa ta'ala ohne Wissen. Und das Sprechen über Allah subhanahu wa ta'ala ohne Wissen hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt, in einem Vers zusammen mit dem Schirk, mit der Beigesellung, dass man neben Allah subhanahu wa ta'ala jemand anderen anbetet. Und wenn wir jetzt noch einmal auf diesen Vers von gerade eben zu sprechen kommen, in welchem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, vielmehr sind seine Hände weit ausgestreckt, so sagen wir, wie wir bereits gelernt haben, wir nehmen diesen Text, nach seiner offenkundigen Bedeutung. Das heißt, wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat Hände, aber wir vergleichen das nicht mit der Schöpfung. Denn vielleicht denkt man sich, okay, subhanallah, ich habe doch auch eine Hand. Also ist Allah wie ein Mensch? Natürlich nicht. Und auch die Hand von Allah subhanahu wa ta'ala ähnelt nicht der Hand der Schöpfung. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nichts ist ihm gleich. Ja? Nichts ist Allah subhanahu wa ta'ala gleich. Und so sind auch natürlich wir als Menschen nicht Allah subhanahu wa ta'ala gleich. Von daher bestätigen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala Hände hat. Aber was machen wir nicht? Wir vergleichen das nicht mit der Schöpfung. Ja, dhakir al-ashab, kum mutaaddiban.